Hey Leutchens und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris, wir spielen Assassin's Creed und begeben uns mal zur nächsten Mission. Die anderen Missionen an den Taubenschlägen, ich meine, die müssen wir jetzt nicht weiter verfolgen, weil die Sachen, die wir bekommen, benötigen wir nicht. Dafür haben wir die Produktionsstätten, die uns da ganz gut unterstützen, und wir sind ja bald auf der 5. Stufe und von daher brauchen wir die eigentlich nicht. Nein, nicht eigentlich, wir brauchen die nicht. Haltet euch bereit, bald geht es los. Okay. Das fehlende Glied ist erschienen. Willkommen, Eivor. Flan. Das könnte ein nordisches Kriegslager sein. So viele gestandene Männer. Das sind die Früchte deiner Arbeit. Die Könige, denen du geholfen hast, haben Männer und Vorräte entsendet. Ich danke dir. Danke mir später. Eine Schlacht steht bevor. Wohl wahr. Dein Vetter wartet im Zelt des Befehlshabers auf dich. Ich komme nach, damit wir planen können. War aber doch sehr erfolgreich. Hab gerade mich gesucht. Hat kurz überlegt, hier hochzuklettern. Aber hier gibt es ja Treppen. Und bin in diese. Sieh dir das an. Ich bin Teil von Flans Kriegsrat. Nicht schlecht für einen Nordmann, was? Du hast sein Vertrauen gewonnen? So würde ich das nicht sagen, nein. Er ist eher argwöhnisch, aber er braucht mein Heer. Also erträgt er mich. Tapfer von ihm. Dabei stinken Wikinger doch so. Mein König, wir sind bereit, eilig einen schweren Schlag zu versetzen. Doch unsere Feinde sind gewarnt und werden sich in großer Zahl versammeln. Kaschelbeer liegt zwischen Ulit und Connachte. Die Übernahme der Festung würde sie voneinander trennen. Kaschelbeer ist der Zugang zum gesamten Norden. Eine beeindruckende Feste an einem steilen Abhang. Es muss unser sein. Aber genau aus diesem Grund, Herr, wird es uns viel kosten, sie zu stürmen. Wieso stellst du dich immer gegen mich? Der Verlust meiner Männer ist ein akzeptabler Preis. Nach dem Sieg werden sich mir viele neue anschließen. Handle mit Bedacht, König. Dein Ehrgeiz könnte dir die Vernunft trüben. Wie lautet dein Rat, Eivor? Klugheit über Kühnheit. Ein einzelner Späher schlüpft hinein und zerbricht das Torschloss. Dann folgt die Flut unseres Heeres. Es ist einen Versuch wert. Du scheinst mir das rechte Gefühl dafür zu haben. Ich wähle dich als einzelnen Späher. Eivor? Eine gute Herausforderung. Eine der unseren wacht nahe dem Kastell. Sie könnte dir hilfreich sein. Okay. Wollen wir da hin? Wir finden es raus. Sind das die Feinde? Die laufen einfach so durch unser Lager? Gefühlt kamen wir von dort. Wir wollen aber ein Stückchen weiter. Tiefer.
Weil es wird hier nicht besser. Ich hoffe, hier ist Wasser. Sehr gut. Kam schon mal vor, dass da unten Erde war. Das sah mir ziemlich bescheiden aus. Zum Glück ist das ein Spiel. Jetzt sind es noch 400 noch was. Okay, bald da. Ich muss mal eben sehen oder schauen. Schnellreisepunkt ist nicht weit weg gewesen. Wir hätten wunderbar reisen können und von dort aus laufen. Aber gut, sei es drum. Haben wir noch ein bisschen Bewegung. Zeig mir, was vor uns liegt. Diese Mauern könnten den Göttern trotzen. Ich muss mich in Acht nehmen. Wir gehen hier unten lang. Hey, bist du Flans Speerin? Wie verwegen von dir, dies hier so offen zu fragen. Ja, die bin ich. Wie schaffe ich es in diese Feste? Allein? Du könntest versuchen, die Mauern zu erklimmen. Das wäre jedoch recht tollkühn. Kommt man irgendwie ungesehen hinein? Es muss da unten einen Weg geben. Die Baumeister verstärkten dort die Mauern. Ein gerissener Nordmann mit der richtigen Ausrüstung könnte einen Zugang finden. Gut, dass ich da bin. Thank you.
Der hat jetzt den gesehen. Versteckst du dich im Busch? Was? Ich töte dich. Hey, aber das ist doch unfair, das wird vor euch stehen. Ja. Du hast Mut bewiesen. Castlebeer wird unser sein. Ja, auf mich kannst du zählen. Das tue ich, Vetter. Dann, achte auf deine Seite. Voran, Eivor. Voran. So, hier hinten liegt einer. So, schon wieder. Nur noch zwei. Einer. Hey, Eivor! Komm, hilf mir, sie zu öffnen! Sie gehört dir! Stürm die Feste! Zum Sieg! Nein! Zurück, tust du dir weh! Schon wieder liegt einer da. Ist der? Doch, der geht noch. Danke dir, Eivor. Was ist das? Plan, achte auf deine Seite. Voran, Eivor, voran. Und irgendwo da oben ist noch einer.
Slaanche, auf eine wohlgekämpfte Schlacht und wohlvergossenes Blut. Auf Irland! Skull. Ah, noch einen Kelch, mein König. Wo ist unsere Hofdichterin? Dies verlangt nach einem Lied. Du musst unbedingt mit ihr sprechen, Eivor. Kira, ist sie hier? Ich begrüßte ihre Ankunft. Sie wird Baumeisterin meines Ruhms in ganz Irland sein und ihr Lied in jedem Dorf und Weiler erklingen. Und du, mit deinem scharfen Blick, kannst Beispiele meiner Tapferkeit geben, der all meiner Krieger, auf dass sie daraus ein Erzählgedicht schaffe. Ich überbringe ihr deine Nachricht, mutiger König. Baryt, du verdienst noch einen Trunk. Und du ebenso. Komm auf einen weiteren vorbei, bevor die Nacht endet. Wunderbar, ihr. Okay. Was siehst du, alte Freundin? Wunderbar, ihr. Mit brennenden Augen wie Höllenfeuer. Genau so war es. Ich war dabei. Das 14. Tag wird sie wirklich mal nach dem Rennen gegangen. Ich hab dann noch eigentlich. Nein. Wollte gerne hier hoch. Ach, jetzt geht's doch hier rüber. Du singst voll Hingabe. Das ist das Klagelied von Leofall, des uralten Steins, den du bei der Krönung sahst. Der Stein. Er schien zu... Der Legende nach bringt der Stein Kummer. In dem Lied heißt es aber, wenn Irland jemals Gefahr drohe, würde der Stein einen Sturm der Wunder regnen. Woher kommt die Weisheit dieses Liedes? Ich weiß es nicht, aber meine Mutter sang es immer. Deren Mutter ebenso. Und ihre Mutter. Und ihre. Zurück bis zur allerersten Frau auf der Insel. Nur der Klang der Worte verbindet mich mit meinen Vorfahren und diesem fruchtbaren Boden. Welch ein Glück. Ich habe mein Land weit hinter mir gelassen. Man muss nicht fortgehen, um die Veränderungen des Landes unter den Füßen zu spüren. Deswegen sitze ich an diesem Hof fest wie eine tanzende Ziege. Sicherlich könntest du jederzeit gehen, wenn du willst. Das kann und werde ich. Aber nicht bis Flan ganz Irland beherrscht. Ist er denn solch ein großer Mann? Er versteht, dass König zu sein bedeutet, der König aller zu sein. Zwar bin ich Heidin, doch machte er mich zur Hofdichterin. Er achtet die alten Weisen. Ich bewundere deine Hingabe. Ich danke dir. Nicht jeder weiß das so zu schätzen. Ich weiß all deine Vorzüge zu schätzen, Kira. Ich habe mehr zu bieten als eine gute Singstimme, falls du das meinst. Ist es das, was du meinst? Ich meine, ob du dich nicht vielleicht einer Nordfrau bedienen willst, die sich allein bei einer bezaubernden Irin wiederfindet. Was hast du doch für ein Redegeschick, Eivor? Ich sage nicht, dass es niemals dazu kommt. Ich verstehe. Ah, da fällt mir ein. Flan schickt mich, dich an sein Erzählgedicht zu erinnern. Er braucht sich nicht sorgen. Ich kenne meine Pflichten. Wenn es so glorreich ist, wie dein Lied schön war, wird Flan sicherlich viele damit gewinnen. Gute Nacht. Wir sehen uns am Morgen. Ruhe sanft. Gute Nacht, Kira. Ein schöner Morgen. Ach, Baryt hat mich gestern gebeten, zu ihm zurückzukehren. Ich sollte mich entschuldigen. Okay. Die machen wir beim nächsten Mal. Ich würde gerne mit euch gemeinsam ein paar Fähigkeitspunkte ausgeben. Die können wir hier verteilen. Wir machen einmal bei jedem ein. Ah, das unten zählt gar nicht weiter. Nun gut. Also, das nächste Mal begeben wir uns auch dort und gucken, wie es weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne kommentieren, abonnieren, bei Däumchen da lassen. Ja, und bis zum nächsten Mal, Chris. Bye.